Moin Leute, damit herzlich willkommen zum Test der Xplode räumlichen Lichter. Die schönen Dinger haben jetzt 20 Schuss, Freunde. Habe ich für, glaube ich, 2 Euro, 2,50 habe ich die bei Pyroland gekauft. Sollen jetzt nicht so bombig sein, aber ich dachte mir mal so, komm, 2 Euro, 20 Schuss, 10 Stück. Jeweils 10 Stück mit 20 Schuss. Und ja, was haben die, wie viel NEM haben die? Wo steht's denn? NEM ist hier 67 Gramm. Ja, die NEM ist 67 Gramm. Und was die ganzen drauf haben, die römischen Lichter, das werden wir jetzt für euch testen, Freunde. Für 3 Euro finde ich jetzt, oder für 2,50 Euro finde ich jetzt schon mal eigentlich ganz angenehm. Kriegt man einen Discount auf jeden Fall nicht so günstig. Und da würde ich sagen, testen wir die Xplode römischen Lichter für euch. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin echt ziemlich gespannt auf die Dinger. Freunde, jetzt die. Oh, warte kurz, jetzt auf jeden Fall für euch die Xplode römischen Lichter mit 20 Schuss. Wir probieren so viele wie es geht anzukriegen. Und ich würde sagen, los geht's, ne? Jetzt renne ich schon stärker, ja. Ja, sind eigentlich voll schön, so für 2 Euro sind die echt ziemlich schön, muss ich echt sagen. Ja, sind eigentlich echt schöne Dinger. Ziemlich schläft man halb ein, ne? Sind schöner, aber sind halt ziemlich lahm. Ah, Leute, komm. Das waren jetzt alle, Freunde. Mir tut der Arm weh. Oder waren es alle? Ja, hey. Waren alle. Müssten alle gewesen sein. Ja, es ist ziemlich lahm, Freunde, hey, aber die sind schön. Sind schön für 2 Euro. Hab mir 10 Stück mit je 20 Schuss. Sind schön, aber man schläft halt ein beim Effekt, ne? Das dauert halt ziemlich Verzögerung. Die gehen zu lange. Die gehen einfach, die sind schön, aber die gehen halt ziemlich lang, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Video. Die könnt ihr euch aber durchaus mitnehmen. Die sind eigentlich echt ganz schön. Bis dahin. Ciao.